Moin Moin und herzlich willkommen direkt aus dem Kit. So eine kleine Vorschau auf unsere Kieler Open Source und Linux Tage, damit ihr es vielleicht mal vorher gesehen habt, wie das Ganze aussieht, bevor wir es aufbauen und so ein bisschen wie die Räume aussehen, wo nachher was aufgebaut wird und überhaupt so eine Room Tour. Ja, also dieses Jahr finden die 21. Kieler Open Source und Linux Tage wiederum im KITS, im Kieler Innovations- und Technologiezentrum statt. Das auch wirklich schon zum 21. Mal, also da sind wir ziemlich standorttreu. Fangen wir an mit diesem wunderbaren Konferenzraum hier. Das ist der Raum 012. Ich drehe das mal irgendwie um, mal gucken. Also das sieht denn so aus. Wir haben hier noch so ein bisschen was Älteres, so ein Bereich für einen Beamer und auch so ein Whiteboard. Da kann man denn mal was anmalen, wenn man das denn möchte. Und ja, wer auf Papier malen möchte, kann das auch. Ansonsten haben wir hier so ein paar Stühle um den Konferenztisch rum. Das ist ein Raum, in dem wir eher Vorträge machen würden. Und relativ neu ist dieser große Bildschirm da. Der ersetzt letztendlich den Beamer, den wir vorher mal hatten. Vorteil dabei ist, das ganze Ding ist etwas ruhiger als so ein Beamer. Und wir haben so ein bisschen Technik dafür, dass man verschiedene Geräte direkt dran anschließen kann. So sieht es denn von außen aus. Und da haben wir einen relativ langen Gang mit dem Anschluss an den anderen Konferenzraum. Und ganz wichtig natürlich ein Süßigkeitenautomaten. Ja. Dann haben wir hier den Eingangsbereich. Das sieht denn so aus. Ich drehe mich einmal rum. So, jetzt ist es euch schwindelig. Da haben wir die Theke. Da wird bei den Kieler Open Source und Linux Tagen davor Informationsmaterial liegen. Und hier machen wir auch die Verlosungen an beiden Tagen. Also am Freitag und am Samstag. Und hier bekommt ihr auch ja, Informationen, was hier so läuft und so weiter. Und im hinteren Bereich werden wir Kühlschränke haben, wo die verschiedenen Lebensmittel drin liegen, die ihr denn kaufen könnt. Und hier könnt ihr auch euren Becher auffüllen mit der Kaffee-Flatrate oder ihr könnt auch Tee dafür haben. Ja, dann haben wir hier einmal die Cafeteria. Das ist der Bereich, in dem wir die freien Projekte unterbringen werden. Genau, ist auch gerade leer. So sieht das erstmal aus. Das wäre jetzt quasi der Stammplatz, wo TopPoint sitzt, also der Hacker-Makerspace aus Kiel. Direkt neben der Kaffeemaschine, auch immer sehr wichtig. Die ganzen Tische und Stühle, die hier drin stehen, das wird natürlich noch alles umgruppiert. Und an diesem Fensterbereich, da stehen dann die einzelnen Projekte. Welche das sind, werdet ihr erfahren, indem ihr auf die Webseite guckt, wenn das Ganze soweit fertig ist. Ja, dann wieder raus. Achso, hier kann man Bücher tauschen. Auch eine feine Sache. Und dann wieder raus. Im Moment wird auch gerade die Treppe renoviert. Die soll aber bis zu unseren Linux-Tagen wieder fertig sein. Dann haben wir hier, wo Cowork Nord gerade ist, den Bereich, wo die kommerziellen Aussteller hinkommen. Und dieses Jahr werden wir am Ende auch so einen kleinen VR, also Virtual Reality Bereich haben. Ja, genau. Also die Tische kommen natürlich auch alle raus. Da kommen verschiedene Firmenstände hin. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, dann haben wir quasi am Ende des Gangs noch den kleinen Konferenzraum. Das ist der Raum 007, also James Bond und so. Da haben wir eher die Workshops drin oder die Vorträge, wo wahrscheinlich nicht so viel Publikum zu erwarten ist. So, mal gucken. Tür ist natürlich zu. So, aber mit dem richtigen Schlüssel kommt man natürlich auch rein. Also das sieht so ein bisschen so aus wie der große Raum, aber ist entsprechend kleiner und ist eher für unsere Workshops. Da gibt es auch wieder so einen Monitor, was zu malen, so ein Whiteboard, gibt es sogar in zwei Varianten und was zum Malen auf Papier. Genau, also das wird eher das sein, wo wir Workshops drin haben und Workshops sind auf 10 Teilnehmer beschränkt. Von daher passt das ganz gut. Ja, jetzt ist euch wieder schwindelig und hier gibt es wunderbare Punkte. Yeah.
Also das ist der Raum 007. Prinzipiell wäre ich jetzt gerne mit euch die Treppe hochgegangen, aber wie gesagt, die ist jetzt im Moment gesperrt. Da kommen wir sonst gleich zum großen Vortragsraum mit bis zu 80 Stühlen, glaube ich. Das wäre dann die Treppe hoch und gleich links, da es aber zu ist, nehme ich jetzt den Fahrstuhl. Ja, hier wieder Theke, Eingangsbereich und Fahrstuhl. Tada, ist sogar sofort da. Dann haben wir hier Veranstaltungsraum, die 1, denn das ist der Raum 114. Bevor wir da jetzt gleich reingehen, oh, das ist ja wunderbar blau. Also in echt sieht es natürlich nicht so blau aus. Das ist der Bereich, wo es die Linux Lounge geben wird, wo man ein paar Spiele spielen kann. Wir haben da Laptops von Tuxedo und wir haben von EgoSoft, heißt die Firma, glaube ich, dieses Jahr gesponsert gekriegt, X4, ein Strategiespiel im Weltraum. Ich bin da nicht so ganz firm drin. Das kann man denn da Probe spielen und es gibt auch eine, ja, so eine Art Exit Room. Da könnt ihr verschiedene Rätsel lösen und wer am besten beim Lösen ist, der kann auch was gewinnen. So jedenfalls der Plan. Das ist jetzt hier die Treppe einmal von der anderen Seite. Wie man sieht, da fehlt jetzt dieser Holzbelag, aber das kommt alles noch, damit das wieder geht. Und hier nochmal der Ausstellungsbereich für die kommerziellen Aussteller von oben. Dann Tür auf, der 114er, der große Raum. In echt ist er natürlich auch wieder nicht so blaustichig. Das wird sich gleich so ein bisschen einpegeln. Also der Bodenbelag ist schon blau, aber der Rest halt nicht so großartig blau. Also wie man sieht, das Ganze ist schon etwas größer. Die aktuelle Bestuhlung hier, die wird dann noch ausgewechselt, dass wir da so, so sichelhörnchenförmig Stuhlreihen haben, damit alle gut auf diesen großen Monitor gucken. Also da ist so ein Beamer hinter und der wird dann von hinten an diese Leinwand gestrahlt. Da haben wir dann schon die Plätze für die Referenten. Und hier sitzt denn das Publikum. Und das ist der Raum, in dem die großen Vorträge stattfinden, von denen wir meinen, dass die besonders viel Zulauf haben werden. Dann einmal ein Blick nach draußen. Da haben wir Tische und Bänke. Besonders praktisch, damit wir denn grillen können. Das gruppieren wir auch noch ein bisschen um. Und dann haben wir wieder vor, ein Zelt aufzustellen, falls es denn doch mal regnet, was hier nicht so unwahrscheinlich ist, dass man sich denn auch da reinbegeben kann. Ja, Parkplatz gibt es natürlich auch da. Und damit wären wir prinzipiell auch soweit durch. Jedenfalls bei allem, was ich euch jetzt zeigen möchte. Da unten kann man noch sehen, das ist wieder der R012, der Raum, an dem wir am Anfang begonnen haben. Ja, das wär's denn auch.